Hallo und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut und wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Fabio und ich habe ein neues Video. Und zwar in meinem heutigen Video geht es mal wieder zu einer Kooperation, die auch schon mal auf meinem Kanal stattgefunden hat. Also nicht mit mir, sondern ein Review zu einer Kooperation. Und zwar ist es die Jeffree Star x Many MUA Kooperation. Ich habe es endlich auch geschafft, diese geile Box in meinen Händen zu halten. Die habe ich mir nicht selber gekauft, sondern die habe ich zugeschickt bekommen von Andy, Make & Lifestyle. Er hat mir die netterweise zur Verfügung gestellt. Und ja, ich habe mich mega, mega, mega gefreut, als die ankam. Ihr wisst gar nicht, ich meine, diese Scheiße kostet einfach mal so 50 Euro mit Versand 60 Euro. Und ja, wir haben die bei Beautylish bestellt. Da kam die auch echt schnell an. Also ich glaube so nach 5 Tagen oder so. Nee, so ungefähr nach einer Woche, sagen wir mal, kam die an. Und es kommt ja aus England, also Versand war sehr, sehr schnell. Zoll mussten wir keinen bezahlen, da Beautylish ja schon den Zoll abbucht sozusagen. Man bezahlt halt immer mehr, wie das Produkt kostet, aber dafür bezahlt man den Zoll gleich mit. Und das haben wir hier gemacht und ich kann euch ja jetzt mal zeigen, wie die aussieht. Also die hat halt vorne das Jeffree Star x Many Logo vorne drauf. Die Box ist generell in einem matten, schwarzen Ton gehalten, der auch überall matt schwarz ist. Hinten steht dann halt noch so ein paar Informationen drauf von Many und von Jeffree. Und ja, das war es eigentlich auch schon von der Verpackung her. Das kann man dann halt hier so zur Seite öffnen und es ist dann halt so ein Pappding, das kommt halt bei den meisten. Das ist halt zum Beispiel hier meine Kylie auch gewesen. Und hier ist halt, sieht man ganz gut, ist das Logo von Many MUA und von Jeffree drauf. Und das ist auch wieder eine matte schwarze Box. Nur das Bedruckte ist halt in glänzend, beziehungsweise wie nennt man das denn? In so einer Art Lackoptik oder so? Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man diese Box hier unten dann so öffnen. Das ist halt so eine Art magnetischer Verschluss. Und hier ist halt dann auch nochmal Jeffree und Many. Und das kann man dann, das Ganze kann man dann so öffnen. Und dann haben wir hier auch schon die drei Produkte. Und ja, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, ja Fabio, aber das hast du ja schon. Ja und nein. Denn in dieser Box, es gab zwei verschiedene Boxen. Einmal die mit dem neuen Highlighter, der rauskam, Uranus. Und die mit dem Eclipse. Da ich Eclipse aber schon hatte, habe ich mir natürlich überlegt, okay, bringt ja für mich das jetzt nichts, den nochmal zu bestellen. Deswegen haben wir hier einmal die Farbe I'm Shock. Die haben wir schon. Und hier die Farbe Daddy. Und in der Mitte den Skin Frost in der Farbe Uranus. Generell sieht man auf jeden Fall schon mal, dass dieses Design auch einfach anders ist. Zum Vergleich zeige ich euch hier einmal, haben wir von dieses, das neue Design. Das ist jetzt mit einem Saturnring rum. Und bei den anderen ist einfach nur dieser Sichelmond um den Stern herum. Ich persönlich mag das neue Design allerdings viel mehr. Und ich freue mich auch irgendwie voll, weil das ist für mich einfach so ein Sammlerstück, was ich unbedingt haben wollte. Und das gleiche natürlich auch bei den Skin Frost. Also die Farbe I'm Daddy und I'm Shock. Da gehen wir jetzt mal dazu der Review. Also wir haben auf jeden Fall einmal Daddy. Das ist ein bräunlicher Ton. Ich finde, das ist so ein hellbraun, also ein schöner hellbrauner Ton, der auch relativ, relativ kühl ist. Ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus kühl und warm. Ich weiß, es ist halt so ein Zwischending irgendwie. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und dann gibt es noch die Farbe I'm Shock. Und da würde ich sagen, das ist so ein, auch so ein hellrötlicher Ton, der auch mega schön ist. Und in der Mitte haben wir dann das Highlight, sage ich jetzt mal, aus meiner Box. Und das ist der Highlighter Skin Frost in der Farbe Uranus. Und das ist einfach so ein schöner, heller Gelbton, der für meine Haut sehr, sehr gut funktionieren könnte. Der wirklich schön hell ist und ja, wie soll ich sagen, einfach, ich glaube, es gibt noch Summer Snow Cone, war das, glaube ich. Der ist allerdings dunkler, der passt wahrscheinlich für meinen Hautton nicht so gut. Aber deswegen gibt es ja jetzt
Uranus. Und ihr seht auch schon, und wie ihr sehen könnt, ist es halt auch identisch von der Verpackung her. Einfach schwarzes Matt mit holographic bedruckter Schrift. Und hinten ist halt auch einfach schwarz mit pinker Schrift. Allerdings, wenn man die aufmacht, seht ihr schon, ist da ein neuer Stempel drin. Und zwar wieder das Logo von vorhin, das neue Logo. Mega schön und ich glaube, der kann richtig on fleek sein. Deswegen würde ich sagen, probieren wir auch als allererstes jetzt mal diesen Highlighter aus. Ich bin schon echt gespannt. Also, wenn ich das halt öffne, habt ihr ja schon gerade eben gesehen. Ich benutze jetzt so einen kleinen Fächerpinsel, weil die kompakter sind. Das mag ich persönlich halt viel mehr. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz sanft rein. Ich hoffe, dass man da jetzt nicht so viel braucht. Und ich fahre jetzt einfach... Okay. Und das trage ich jetzt hier einfach mal auf. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wie schön ist das einfach. Okay, nee, ich bin gerade geflasht einfach. Was ist... Okay, gut, das ist jetzt, sagen wir mal, der erste Highlighter, den ich von Jeffrey habe, der wirklich das verspricht oder das Klischee, sag ich jetzt mal, beibehält, dass das die besten Highlighter sind. Ich meine, könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Das ist heftig. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Ich bin einfach nur verliebt in diesen Highlighter. Viel zu schade, dass es limitiert ist. Ich direkt 5 Stück vorbestellen, damit man die auch benutzen kann. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich meine, ich hoffe, ihr könnt es hier einfach sehen, dieser Highlight. Das ist einfach mal ein Highlight on fleek. Das ist, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde das auch voll schön, weil so Gelbtöne sind ja bei hellen Hauttönen auch immer so eine Sache. Ich habe das Glück, dass mein Unterton noch relativ gelbstichig ist. Deswegen habe ich hier ganz gut Glück. Und, oh mein Gott. Favorite. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Es ist einfach mega schön. Und dann haben wir noch die zwei Töne. I'm Shock und Daddy. Ich glaube, da hat sich jetzt nichts viel genommen. Deswegen werde ich beide einfach mal swatchen. Ihr habt ja Swatches, habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Und ich würde sagen, zu meinem Look, den ich heute aufgetragen habe, würde ich sagen, passt I'm Shock besser. Deswegen werde ich den auch jetzt nehmen und auftragen. Okay, ich habe das jetzt aufgetragen und es ist wie bei meinen ersten Jeffree Star Liquid Lipsticks, die ich hatte. Man braucht wirklich für die komplette Lippe nur einmal Produkt. Also du machst es auf, kannst die komplette Lippe damit schminken. Und wie gesagt, das ist jetzt die Farbe halt I'm Shock. Ich finde die echt mega schön. Es passt auch richtig schön zu meinem generellen kompletten Look heute, was ich mega schön finde. Und was ich auf meinen Augen habe, ist die Miss Bella Palette. Wenn ihr dazu nochmal einen Look haben wollt, strich sehen wollt, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare, dann werde ich das versuchen auch noch zu machen. Und ich finde das einfach mega schön. So, also, nochmal um zu verstehen, wir haben hier 2 Liquid Lipsticks und ein Highlighter für $50. Ist der Preis berechtigt? Ich würde sagen, ja. Denn normalerweise kostet auf der Internetseite ein Liquid Lipstick 18 Euro. Oh mein Gott. Ja. 18 Euro. Und ein Highlighter, ich glaube $29. Okay, sorry. Nicht Euro, sondern Dollar. Und da wären wir schon bei 40. Plus das. Also sind wir definitiv über diese $50 hinüber. Und das ist halt so ein, auch so ein Sammlerstück, in Anführungszeichen. Und auch ein Sammlerpreis. Ich finde, für mich hat es sich definitiv komplett gelohnt. Ich bin leider so ein Mensch, ich kaufe das auch sehr gerne, nur wegen der Verpackung. Und ich glaube, das zu benutzen wäre einfach viel, viel, viel zu schade. Deswegen wird es auch wahrscheinlich bei mir rumstehen, einfach als Dekoration dienen. Und ja, es ist schade, natürlich, so viel Geld ausgegeben zu haben für Deko. Aber ganz ehrlich unter euch, hättet ihr bei so einem Preis, muss man es auch einfach genießen. Ich werde es benutzen, definitiv, aber langsam. Denn das wird, glaube ich, nicht so schnell wiederkommen. Oder wer weiß. Naja, auf jeden Fall war es das auch schon mit der Review. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Vielleicht auch euch anregen, das vielleicht zu kaufen, wenn ihr das wirklich wolltet. Und auch einfach mal nochmal was Genaueres zu dieser
Vlog sehen wollt. Und ja, sonst gibt's nichts weiteres. Ich hoffe einfach noch, ihr habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann ihr das auch guckt. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Take care of it, babe. Close your eyes, I'll sing your favorite song.